Und hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Ja, ich hatte mal abgespeichert und jetzt befinden wir uns ganz woanders, als wir gerade eben saßen. Ist aber auch nicht schlimm. Wie viel Geld haben wir denn gerade? 3000? Guck mal kurz, was es hier zu kaufen gibt. Wir waren ja lange nicht mehr in so einem Shop drin. Und dann tun wir gleich die Stadt weiter erkunden. Hallöchen, was gibt's denn hier so? Fracht verkaufen kann ich ja auch. Okay, Stoff, Metall und Holz haben wir nur. Jagdbeute können wir verkaufen. Iguana-Leder brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Aber ich behalte das lieber vorher erstmal. Ich weiß es nämlich nicht. Jagdbeute kaufen kann ich sogar. Okay. Die könnt mir also auch auf Deutsch... Wow. Alles klar. Okay. Verschneiden. Ich wollte auch weiter. Ja, ja. Ich wollte gar nicht rausgehen. Schwertsets, aber wir haben schon das beste Schwert gehabt, gell? Ja, wir hatten bereits das beste Schwert. Pistolensets hat man aber nicht die beste, glaube ich. Die Reichweite, die spanische Offizierspistole haben wir. Nee. 353 ist unsere. Also haben wir auch hier die beste, oder was? Okay, Munition, Monturen, blauer Mantel, die Mäntel, ja, die holen wir uns später mal. Die sind immer noch ziemlich Kunstgegenstände, Fracht verkaufen. Gut, okay. Dann gibt es jetzt momentan ja nichts Neues. Also wir haben die besten Waffen mittlerweile schon bereits. Das Schwert haben wir uns ja recht am Anfang gekauft gehabt. Und Pistolen sind irgendwann dazugekommen. Ich weiß jetzt gar nicht wann, aber auf anscheinend schon. So, da sehe ich gerade, ist eine Shanty. Die holen wir uns mal gleich. Die Männer müssen ja auch mal wieder was Neues sehen, weil langsam langweilig dieselben Phrasen jedes Mal. Sogar zwei Shanty gleich. Das gefällt mir. So, wo bist du? Oh, okay, gut. Erstmal ich Shanty suchen, finden und gleich... Menü. Hallo! Wow. So, gute Nacht. So, und tschüss. Okay, gut. Und... Auf. So. Na also. Zack, gerade ein leichtes bisschen. Ich hätte Steam vielleicht ausmachen sollen. Oh. Boah, ich hatte jetzt schon. So, was hat sich gleich hier? So, da ist die nächste Shanty. Oh ja, ich krieg auch noch. Los. Oh, los, komm, schneller. Edward, schneller. Hä? Okay, weg ist sie. Gut, okay. Dann haben wir die halt nicht bekommen jetzt. Aber wir finden es gleich beim nächsten Aussichtspunkt. Das ist auch nicht schlecht. Und da hinten sehe ich ein Fragment. Das sollten wir eigentlich von hier erreichen können. Ja, Moment. Huh! Nicht erreicht? Nanny? Wie erreiche ich dich denn? Nee, so geht's auch nicht. Ah, vielleicht Moment, wenn ich auf den Baum da gehe.
Nee, der Feuerwagen ist ein bisschen im Weg. Hey, komm ich denn da ran an das Ding? Das war fast schon richtig. Ich muss noch ein Stück weiter hinten abspringen. Moment. Ja. Okay, gut, da haben wir es gekriegt. Ich glaube zwar nicht, dass es so gemacht werden sollte, aber wir haben es auf jeden Fall bekommen. Ja, jetzt war es. Achso, ich habe die Klingen gar nicht ausgerüstet. So. Wie gesagt, ich kann die nicht leiden. Sind halt einfach Gesetzeshüter. Das mag man nicht, ne? Also nicht, dass ich jetzt was gegen Gesetzeshüter hätte, aber gegen diese speziellen, weil die im letzten Teil schon die Bösen waren. Deswegen habe ich gegen die was. Na nun, was haben wir denn da? Ein Lagerhaus und zwei Gefangene. Das machen wir doch gleich mal. Das haben wir, machen wir nicht zu oft. So. Also das ist... Was? Wollte ich doch gar nicht. Ach, so ein Mist. So, okay, die beiden sind ausgeschalten. Okay. Na los, komm. Stopp. So, okay. Nachladen. Die beiden sind gerade aufgewacht. So, ins Biesch. Gut, okay. Die haben wir besiegt. Da ist noch einer. Nachladen. Wir müssen ja nicht so viele Kugeln verschwenden. Deswegen werde ich kurz mich mal um den Typen da so kümmern. Tja, was ist jetzt, hä? So, okay, gut. Ich dachte schon, wir verlieren gegen den noch, aber... Okay. Drückt doch bereits Adlerauge. Ich finde bloß... den freundlichen Herrn nicht, den wir suchen sollen. Ja, ich habe immer noch nicht den Typen gefunden, meine Damen und Herren. Erstmal die Glocke sabotieren. Ja gut, dann halt nicht. So, der auch noch hier. Hey, ich dachte, ich kann ihn als Geisel benutzen. Dann halt nicht. Aber du stirbst. So,
So. Das ist mit dem Schlüssel. Weißt du was? Oh, war das halt so? Lalala, dass den Typen das nicht stört, dass wir hier stehen und seine Leute umbringen? Junge, den stört auch nicht, dass er gleich stirbt. Siehst du, sag ich doch, stört ihn nicht. So. Dann tun wir den mal durchsuchen hier. Das Gewehr brauchen wir nicht unbedingt. So, nehmen wir trotzdem noch mit. Oh. Du fliegst da rein. So, werfen ab. Gut, okay. Und dich sollten wir noch kurz bestehlen. So, Lagerhausschlüssel. Wenn wir die beiden noch kriegen, wäre natürlich klasse. Ja, kriegen wir. Wunderschön. Okay, jetzt haben wir hier noch eine Truhe und ein Lagerhaus. Truhe müsste meines Erachtens... Ach da. Hab sie gefunden. Flips. Ja. Abbeuten. Bam. Und was haben wir? Mickrige... Und Smaragd und Silberkorn. Na gut, okay. Ich dachte gerade, wollte gerade wieder sagen, ah, okay, gut, ja, langweilig. Aber es passt ja. Gefangene haben wir hier anscheinend gar nicht. Oder nicht mehr zumindest. Vielleicht haben wir die irgendwann schon mal befreit und haben ein bisschen Lagerausschlüsse nicht geholt. Kann natürlich durchaus sein. Und ich hoffe mal, dass hier ordentlich was drin ist. Geplünderte Waren, Holz, Metall, Stoff, Rum, Zucker. Ja gut, das ist schon mal ein ganzes Schiff, was wir hier gerade geplündert haben. Na Baby, es kommt mal rein hier. Wir haben ein bisschen Zeug zu mitnehmen. Ich finde das echt geil, dass man so viele verschiedene Arten hat, an sein Zeug zu kommen bei Assassin's Creed 4. Ich würde mir echt, also wenn das sich immer weiter entwickeln würde, dass man immer mehr verschiedene Arten hat, einfach um Dinge zu tun. Also immer mehr Individualität, das habe ich. Das wäre so geil einfach, wenn die sich da in die Richtung immer weiter entwickeln würden, das Spiel. Und das heißt ja auch von einigen, ja, es gibt vielleicht gar nicht mehr so viele Orte und Geschehnisse, in denen Assassin's Creed spielen könnte. Meine lieben Leute, es gibt so viele, es gab so viele Kriege und bedeutende Schlachten auf der Welt, so viele hunderte Auseinandersetzungen bei 10 Assassinen mitgemischt haben könnten. Also es wird noch ewig viele Teile geben können. Und ganz ehrlich, Assassin's Creed ist eine Spielreihe, wo ich mich auf jeden weiteren Teil freue. Das zweite Spiel wird nie langweilig, die versuchen jedes Spielding immer wieder was Neues reinzubringen. Und da freue ich mich einfach so auf den 5. Teil schon, und auf den 6. und auf den 7. und... Oh, geil. So, los geht's, Edward. Und ich meine, wir haben jetzt mittlerweile an die 100 Folgen, müssten wir jetzt ungefähr haben. Nee, gut, nicht ganz so viel. Ich glaube, 90, 95. Aber so im Voraus auch ist es super schwer, das genau festzustellen. Ich schau mal jetzt kurz auf die Karte, was wir hier haben. Wir haben hier noch eine Kiste. Wo geht's hier weiter? Anscheinend schon, deswegen hole ich mir erstmal hier die Kiste. Wo ist sie? So, der mich nicht mitbekommen hat. So, mal gucken, durchsuchen, damit wir vielleicht unsere Kugeln wieder voll kriegen. Jo, 3 Kugeln, wunderschön. Und ich finde es auch gut, dass die Leute so wenig Real immer bei sich tragen, weil sonst könnte man nur durch Ausrauben der Leute sich übelst die Kohle scheffeln. Ach komm, den hol ich mir auch noch so. Ah gut, haben wir nicht mehr gekriegt. So. Stirb. Scheiße, dass die... Was ich ein bisschen doof finde bei dem Teil, dass irgendwie... Ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist oder... Ob es absichtlich ist. Es gibt bei dem Typ nicht mehr, bei dem Spiel nicht mehr so viele Konterangriffe. Beim letzten Spiel... Also so Doppelangriffe, wisst ihr das? Wir haben, glaube ich, 2 oder 3 Doppelangriffe in dem Spiel gehabt. Das ist ja auch geiler Move.
Und sonst hat man immer übelst viele. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Leute so selten zu zweit angreifen einfach. Das hat ein bisschen so vom Kampffeeling genommen, so eine kleine Abwechslung. Vielleicht kann man dahingehend ja noch was machen. Es gibt, ist ja mittlerweile, ist ja schon Liberation rausgekommen, hier der nächste Teil von der Session 2. Ich habe die ganzen Zwischenteile, spiele ich eigentlich nicht so. Wenn ihr die auch mal haben wollt auf dem Channel, dann könnt ihr mir das ruhig sagen, aber ich glaube, dann haben wir eine komplette Riege nur noch für Assassin's Creed. Dann werde ich nie wieder auf dem dritten Let's Play was anderes außer Assassin's Creed spielen. So, wunderschön, dass wir nochmal zusammengelaufen sind. Und jetzt gucken wir mal kurz zum nächsten Turm. Und da haben wir ja doch einiges erreicht schon in der Folge. Naja, Raubeine, was geht ab hier? So. Da drüben. Oh mein Gott. Niemand kommt hier. Hände weg von den Gefangenen. Na ihr, wie geht's euch? Gute Arbeit, Captain. Ich suche die anderen. Das freut mich. Wieder zwei neue Crewmitglieder, obwohl wir voll sind, aber das macht ja auch nichts. Hauptsache, wir haben die Gefangenen befreit. Und in der nächsten Folge geht's weiter beim Erforschen Bostons, der englischen Hauptstadt. Oder der britischen. Tschüss, meine Freunde. Bis morgen.